Hallihallo und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz, das hier ist Blood Bowl 2 und die 24. Season, dritter Spieltag. Unser Gegner sind die Schokozwerge. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick drauf. Wir haben Kakao, Schogette, Rittersport, Schokogourmet, Schokoladenexperte, der Schokör, die Conchier-Maschine, Koawach, aha, Kinderüberraschung, Backfee, Niederegger, Schokobonbon und Chocolate. Schokolade. Ja. Relativ einseitig gelevelt. Vier Spieler haben richtig viel und die anderen irgendwie nix. Naja, fünf Spieler. Und die anderen irgendwie nix. Sehr viel Guard, sehr viel Mighty Blow. Und einen blotschenden Blitzer. Blotschenden Blitzer. Mit, was ist das? Abrollen. Damit er auch schön schnell aufsteht und dann quasi 8 läuft, wo man nicht mit rechnet. Müssen wir also jetzt mit rechnen. So, wir haben noch Aufstiege zu machen. Und zwar wäre das einmal hier unser hautdirne Macke. Der Schwarzorg hat einen Double gewürfelt. Wir würden aber tatsächlich darauf verzichten, denn wie gesagt, gegen das Team, die haben so viel Guard. Ich glaube, ich möchte mich da auch stärkemäßig ein bisschen besser aufstellen. Und die Schwarzorks sind ja eher die kleinen Taktiker, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Und der Blitzer hier, der kriegt für später irgendwann mal Mighty Blow. Einfach damit noch ein paar Starspielerpunkte rankommen vielleicht und er noch irgendwann mal einen Aufstieg bekommt, bevor wir auf die ersten Dodge-Teams kommen. Hier jetzt schon Tackle zu nehmen gegen die Zwerge ist vielleicht ein bisschen unrichtig. So. Dann würden wir einfach den Gegner mal herausfordern. 15,50 gegen 15,20, das ist sehr ausgeglichen. Haben wir zu viel Geld? Wir haben zu viel Geld, aber die 10.000 jetzt irgendwo hinzukippen bringt uns auch nichts, denn es ändert nichts. Okay. Klicken wir mal auf Partie starten. Gucken wir mal, ob der Gegner schon da ist. Ansonsten harren wir der Dinge, die da kommen. So, da geht's weiter. Sneaky angenommen. Gegner hat eine Nuller Portokasse und hat sich nichts gekauft. Wir kaufen von den 20.000 auch nichts. Wir könnten natürlich einen Babe kaufen. Aber, nee. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. So, bin ich mal gespannt. Zwerge immer irgendwie so ein bisschen angstgegnermäßig. Weil die einfach mit ihren 1000 Guards und Blocks immer so gut wie ohne Rerolls, ohne Turnovers auskommen. Es sei denn, die Ballträger kriegen die Pille nicht hoch. So, da sind unsere Hübschen. Und da hätten wir die Gruselzwerge. Ein goldig-hölzernes Team. Okay, wahrscheinlich soll es Braungold sein. Also quasi Schokolade mit Verzierung. Bisschen Angst haben wir natürlich immer vor so einem Todesroller-Ding. Gegen so langsame Teams wie unseres haben natürlich so Todesroller immer gute Chancen, leider. Weil sie nicht viel tun müssen für ihr Geld. Und wir können keinen schnellen Touchdown machen. Das heißt, er wird wahrscheinlich die komplette erste Halbzeit drin bleiben. Das ist dann immer so ein bisschen mäh. So, den Gobbo hauen wir erstmal weg. Ich überlege, ob wir noch einen zweiten Lineman dazu holen. Aber den machen wir nicht. Ein Schwarzorg kann ruhig dahin. So. Das ist unser Guard. Ein bisschen so platzieren, dass man nicht sofort drankommt.
So, das Problem bei der Aufstellung ist natürlich immer, der Sinn dahinter ist, dass er hier jetzt nicht noch seitlich Leute ranstellen kann. Braucht er aber ja eigentlich gar nicht. Und das Problem ist immer, wenn er den Quick Snap kriegt, also sich bewegen darf, bevor es losgeht, dann haben wir halt ein Problem. Weil er dann an die Schwarzorks schon rankommt. Aber egal, wir lassen das trotzdem mal so stehen. Bieten ihm beide Seiten an. Bei Zwergen immer ganz gut, sich da nicht so in die Ecke drängen zu lassen, beziehungsweise dann einfach nur zuzudrehen, wenn der Zwerg angreift. Braddock ist, glaube ich, einer der Spieler, gegen die haben wir schon häufiger gespielt. Von daher erwarten wir jetzt an der Stelle mal keine Geschenke. Das wird ein toughes Game, da bin ich mir relativ sicher. So, die Mighty Blows stehen bereit. Dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes passiert. Schuss sieht relativ straight aus, recht weit nach hinten. Anstoßrückgabe, geschickter Pick für so einen Blitzer. Auch schon zwei Aufstiege der Knilch. Und gefangen wie ein Elf. Der Dinge, die da kommen. Zum Glück sind die Slayer noch keine Slayer. So, da wird gepusht, das ist schon mal gut. Boing, nicht nachgerückt. Jetzt wird erstmal gelaufen. Für den Fall, dass der Todesroller irgendwie Mist macht. Damit ich nicht direkt nach vorne sprinten kann. Jo, das reicht. Da ist eine 1 und eine 6, sehr digital. Und Rums. Er rückt auch nicht nach. Dann wird jetzt noch der arme Monet wahrscheinlich verprügelt. Auch eine 1 und eine 6. Optimale Würfelausbeute. Und der erste Rüstungsbrecher, aber wir bleiben am Feld. Da gibt es, glaube ich, nichts zu jammern. Jetzt kommt noch ein Blitz auf einen unserer beiden Schwarzorks, relativ sicher. Ich denke nicht, dass er sich den langweiligen Feldspieler raussucht. Warhol ist der wertvollere der beiden, also auch wenn sie denselben Wert haben, aber okay, vielleicht doch den normalen Lineman. Zumindest mal hat er das jetzt schon vorbereitet. Geradeaus, das heißt wahrscheinlich auch kein Nachziehen, aber er haut ihn um. Und Flötsch. Okay. Das Ding stand firm wahrscheinlich, ne? Ja.
So, die Frage ist, versuchen wir es jetzt mit Mighty Blow. Wahrscheinlich. So, schauen wir mal, ob er aufsteht. Er steht auf. Doppel 6. Das ist crazy. Erste Runde gegen den ungeskillten Zwerg. Oh, der Gegner ist nicht mehr mit dem Spiel verbunden. Hoppala. Ja, wenn wir jetzt wohl nicht raus aus der Nummer. Müssen wir aussetzen. Was haben wir hier gewürfelt? Eine 6. Zwei 6er beim Block. Zwei 5er bei der Rüstung. Eine 9 und dann eine 6 und eine 2. Okay, das waren jetzt nicht die Mega-Würfe, aber sehr, sehr gut natürlich. Ah, da ist er wieder. Timer läuft runter. Irgendwie geht's trotzdem nicht weiter gerade. Brecher eingesetzt, um überhaupt eine Verletzung hinzukriegen. So, ich glaube, viel anderes müssen wir jetzt gar nicht machen. Er will da vorbei, weil das die Seite ist mit den schwächeren Blitzern wahrscheinlich. Oh, das ist kein guter Dodge. Oder hat die Break, hat die wahrscheinlich, ne? Break Tackle. Ja, Tackle durchbrechen. Mit Stärke 7 geht. Guard hat sie nicht, immerhin. Wenn jetzt da schräg reinblitzen mit plus 2.
Würde Stahlkiefer Warhol hier oder da liegen? Oder wenn es nur ein Push ist, sogar stehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sogar... Nee, glaube ich nicht. Den zu nehmen kann er sich nicht erlauben, für den Fall, dass es einen Push gibt. Obwohl Dauntless. Erlauben kann man sich das doch. Und der Blitz vom Blitzer. Nicht gut. Aber auch nicht schlimm. Jetzt müssen wir gucken. Der Blitzer hat Guard. Der hat Guard. Und der hat auch... Die haben alle Guard. Unser Guard ist hier festgetackert. Da haben wir noch einen. Und du müsstest hier hin. Der hat auch Guard. So viel habe ich echt nicht. Also du könntest den blitzen. Und wenn der es einen Push gibt, dann kann ich den normal blocken. Und das wären einer. Oder aber ich blitze ihn hier, den Blodger. Umstelle dann das ganze Getöse hier. Nee, das bringt uns gar nichts. Bisschen umpositionieren wenigstens. Ich könnte natürlich, wenn das alles klappt... Nee, kann ich nicht. Ach Quatsch, ich habe den Blitz dann schon verballert. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da können wir es halt probieren. Einmal schubsen. Das wäre auch zwei Würfel. Hier. Schubsen reicht uns ja. Das Schubsen ist natürlich noch schöner. Bleiben. So. Und das da ergibt keinen großartigen Sinn. Tja, die Frage ist, macht man sowas? Das schon eher. Nee.
Gut, jetzt haben wir hier keinen mehr zum... Doch, der kann noch ein bisschen vorsagen hier. Aber wir haben keine perfekte Situation zugelassen. Er kann den jetzt umblitzen, kann seinen Cage umbauen, aber kommt nicht signifikant nach vorne, würde ich behaupten. Sei denn, der Roller rollt jetzt hier rüber und damit hat er seinen Cage dann hier ein Feld vor oder zwei. Aber erstmal geht er wieder auf Tuchfühlung. Damit hier der Schwarzorg umgehauen werden kann. Von Ritter Sport. Zwei Ersatzspieler ist natürlich auch einiges für ein Zwergenteam. So, der Ball steht da hinten. Das sind keine zwei Würfel. Oder doch? Dann macht's Rums. Patsch. Okay, aber kein Movement mehr. Der kann jetzt noch moven natürlich. Und der Roller kann noch rollern. Das war nicht gut. Da kommt der Reroll. Das war besser. Ja, genau gegengleich. 2-2er gegen 2-5er. Genau die entgegengesetzten Seiten auf der Skala. Ist das ein Guard? Ne, es ist kein Guard. Der steht dann einfach nur so da rum. Da würde er sich freilaufen. Gut, Tackle haben wir noch nicht. Der Blitzer ist also brandgefährlich. Aber er traut sich noch nicht, sich freizulaufen. Da sehe ich nichts. Ah, es wird ein Push. Er rückt nicht nach. Okay, wir stellen uns erstmal wieder hin. Und da auch. Und da auch. So, dann erst die ungefährlichen Moves. 1, 2, 3, 4. Da noch einen ran wäre schön. Gehst erstmal wieder in die Mittelposition zurück. So, mit drei Assists hätten wir einen Gleichstandsblock. Das würde immer noch nicht reichen. Der Todesroller ist, glaube ich, relativ unantastbar an der Stelle. 4, 5, 6, 7. Das wäre aber eine 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre auch eine 7. Dann fangen wir erstmal hier an. Und folgen. Dafür? Echt jetzt? Okay. Achso, weil Guard und Mighty Blow.
Nee, doch, müssen wir noch drehen. Da passiert nichts. Den Troll würden wir, wenn überhaupt, ganz am Ende machen. Zwei rote Würfel. Immer noch? Ah, da ist noch ein Zwerg. Den kleinen habe ich übersehen. Hier rüber. Jetzt sind wir hier wieder offen und bieten ihm was an. Aber das ist mir jetzt natürlich zu blöde hier an der Stelle. Das ist genau der Blitzer, über den wir eben noch geredet haben. So, dann macht's Rums. Der Roller rollt. Und auch einer vom Feld. Das ist durchaus okay. Jetzt haben wir niemanden mehr, um dem Ork vorzusagen. Auf der anderen Seite sind die anderen Jungs jetzt hier auch ein ganz klein wenig gehandicapt. Solange ich den Troll nicht anpacke, steht er da ganz gut als Nervensäge rum. Gut ist halt, dass wir hier jetzt eine Stärke vom Feld, also naja, vier Stärke vom Feld genommen haben. So, er will Platz schaffen. Und da gibt's aufs Fressbrett für den armen Trolli. Schiebt ihn aber immerhin so, dass ich vorsagen kann wieder. Das ist lieb. Also was heißt lieb, aber... Genau, zwei Assists ranstellen, dann kann er noch einen Block machen. Und der Fressbrettalo da Vinci hat durch seinen Knockout hier jetzt einen Aufstieg immerhin. Das ist cool. Ein Aufstieg auf einen Blitzer. Zumindest mal der erste ist was sehr, sehr Wichtiges. Vielleicht haben wir dann ja unseren zukünftigen Tackler am Start. So, die Seite wird wieder gewechselt. So, und da gibt es auch noch einen Freiheitsblock. Mit seinem Blitzer. Doppel 6, okay. Hoffen wir, dass die hohen Ergebnisse damit jetzt raus sind. Platsch, okay. Fühlt sich jetzt doch nicht mehr ganz so wohl eingekreist von drei Zwergen. Eben war es noch eine 2-1 Überzahl für ihn. So, der hat zum Glück keinen Tackle. Als einziger im Team. Ja.
So, wie macht man das jetzt am geschicktesten? Wir müssen uns da halt ins Getümmel werfen. Das hilft halt gar nicht anders. Die Frage ist halt nur, gehen wir direkt dahinter oder davor? Oder kreuz und quer? Du würdest auf jeden Fall da erstmal auf den Sack gehen wollen. Du würdest aufstehen wollen. Den Part haben wir schon mal. Wenn er jetzt einfach nur aufsteht, ist die Gefahr natürlich, dass er auch vom Feld geschoben wird. So, da einmal rüber, einen zusätzlichen Guard. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der könnte da reinblitzen. Drei, vier, fünf, sechs. Du stehst da einfach nur ein bisschen behindernd zur Seite. Du stellst dich halt hin. Der hat Guard, der hat Guard. Der ist egal, ob er Guard hat oder nicht. Der steht alleine für sich. Hier habe ich jeweils nur eine Unterstützung. Ich hätte zwei gebraucht. Naja, drei eigentlich, wenn man es genau nimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ist zu viel. Definitiv zu viel. Aber ich könnte auf die... Okay, das muss man probieren. Ungefähr so. Dahin. Bleiben. Und jetzt haben wir hier einen auf die Rolle, ne? Wandai? Wandai, warum? Steht da wieder einer? Irgendwo? Eins, zwei... Ach so, weil es nur drei Assists sind. Nehmen wir mal ihn. Alter! Sehr minimalistisch. So, jetzt hätten wir den noch frei. Frage ist, ob der jetzt irgendwo hingeht noch. Hier zum Beispiel, um da auf den Sack zu gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Zwei, 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 lassen wir. Das ist mir zu riskant. Wir haben schon fast alle Reverse rausgehauen für One-Die-Blocks. Weil sie bisher bis auf einen, der eine 2 gezeigt hat, alle eine 1 gezeigt haben. So, der Roller rollt wieder. Aber zumindest mal macht er sonst keinen groben Unfug. Jetzt muss man ein bisschen schauen. Den kann er natürlich relativ, den kann er leicht blocken. Hier so. Dann hat er den frei. Wobei, er muss den ja irgendwo hinschieben. Dann sieht das schon wieder anders aus. Dann kann er den nicht mehr so einfach rausblitzen. Wow. Reroll. Doppel 1, Doppel 5. Ja, wenn er geradeaus durchblockt, dann kann er hier natürlich einen normalen Block machen. Er packt den aber da rein. Okay. Das Bratado da Vinci, der hat gerade einen Aufstieg bekommen. Schade. Was ein Spiel. Beide Dinger schon raus. Gleichzahl wieder auf dem Feld.
Und wie gesagt, wen soll ich sonst retten? Ich meine, die haben alle erst einen Aufstieg mit ganz, ganz wenigen Aufmerksamkeit. Hier natürlich, ne? Das ist Stärke 4er oder so, klar. Wäre der noch wertvoller und ärgerlicher. Aber schon frech genug. Egal. Zumindest mal überlebt er jetzt das Spiel, kann seinen Aufstieg noch voll genießen. Und hätte der Apo succeeded, dann hätten wir den wenigstens noch im Feld gehabt. So, da geht's weiter. Roms auf Monet. Flatsch. Einmal dodgen. Dodge hat funktioniert. So, wir müssen uns hinstellen. Das gebietet der Anstand. Er muss versuchen, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Ja gut, ausweichen, dann ist es halt so. Ist uns egal. Erstmal geht es darum, dass wir hier nicht monströs aufs Gesicht bekommen. Dann folgen wir mal. So, eins, zwei. Nee, es ist eigentlich müssen wir darüber. Hier hin. Bei Schieben ist uncool, glaube ich. Eins, zwei, drei. Sechs. Dann wären es drei Assists. Ja, jetzt ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles ist jetzt schon. Harte Bandagen. Da Guard, jetzt kommt eventuell ein Blitz auf meinen Läufer, auf meinen Werfer. Oder er kümmert sich jetzt dann doch noch um den Ball. So, da ist ein Guard am Start. Ein Guard am Start. Zweiter Assist. Gegen einen Konter-Assist. Damit ist er mit Dings drüber.
Jetzt hat er, jetzt geht er auf Nummer sicher. Aber gut, der kann halt auch nicht blocken, ne? Der hat das, den Zielkreis auf der Stirn. So, die Schnellen sind jetzt weg. Die stehen alle an der Conchée-Maschine. Oder liegen draußen. Frage ist, will er jetzt mit der Conchée-Maschine blitzen? Doppelskull. Und jetzt liegt er. Die liegen lassen. Muss man natürlich erstmal versuchen, uns hier frei zu schubsen. Wird geschubst, das ist schön.
Kann jetzt nochmal. Aber da gibt's Schlimmeres. Hauptsache hier seine 5 Mann stehen gegen 6 von mir. Und die Guards sind hier allokiert. Ja, würde ich auch an die Maschine ranschieben. Ganz klar. Wobei, jetzt habe ich einen One-Die. Also nicht, dass ich da Bock drauf hätte, aber... Das Ding ist, er muss halt da hinten jetzt irgendwie durchkommen. Da wird geschubst. Damit wird der nächste Block weniger erquicklich. Bleiben wir mal stehen. Und jetzt könnten wir theoretisch ganz gut schubsen. Okay, dann nochmal eine Verlagerung, obwohl bringt ihm nichts. Er kriegt da keinen Touchdown-Reichweite. Ich auch nicht, also... Wie die Elfen. Tatsächlich wie die Elfen. Tja, keine Ahnung. Tja, die Frage ist, ist das besser oder nicht? Gut, ein Block, ein Blitz kriegt er noch. Aber die Führung kriegt er nicht. Das ist der wichtige Part für mich. An der Stelle. So, wir stellen, wenn jetzt keiner mehr stirbt, voll auf. Auch wenn der K.O. draußen bleibt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Er stellt allerdings auch voll auf, weil sein Apo besser war als meiner.
Von daher ein leichter Vorteil für ihn jetzt. Er hat einen geskillten Blitzer raus. Eventuell noch einen geskillten Lineman und kriegt halt das Gezuppel hier. Kriege ich dazu. Also sieht nicht besser aus, aber sieht okay aus, ne? Wenn wir jetzt nicht radikal abflachen. Wobei, oh, stimmt, der Roller geht ja raus, ne? Das ist natürlich ein Ärgernis, dass man so, worauf man gerne verzichtet. Ja, wird er wohl geblitzt. Die Frage ist, ob er mit dem Todesroller vorher noch blockt. Ich habe noch einen Zug, das heißt, ein bisschen aufpassen muss er dann schon. Einen Spaßfoul sollte ich nicht machen, wenn er mit dem nicht aufsteht. Dafür ist er nicht wertvoll genug. Okay. Hoffen wir auf nichts Schlimmes. Geschubst, sehr schön. Da kann ich mit arbeiten. Der Roller nochmal rollern. Letzte Aktion. Und nochmal schubsen. Oh, aber er rückt nach. Das gibt mir natürlich Optionen. Was machen wir denn hier? Ja, ich würde sagen, probieren tun wir es natürlich noch. Der hat Guard. Und der nicht. Nur 1, 2, 3, 4 theoretisch, wenn jetzt hier nichts grandios schief geht. Da muss halt nur ein Push dabei sein. Da ist ein Push dabei. Bleiben. Der Zug ist zu Ende. Und ich muss mich doch revidieren. Wir haben die bessere Halbzeit gehabt. Zwar bleibt unser Verletzter draußen, aber seine Todesrolle geht weg. Und er steht wieder auf. Das heißt, wir haben sogar einen Ersatzspieler noch. Und bei ihm sieht es genauso aus. Ach, egal. Dass ich für meinen Geschmack auch genug hatte. Ich glaube schon, dass ich überdurchschnittlich gewürfelt habe. Nur die One-Die waren halt schneller. Schlechter. Und zwar richtig schlecht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Elf, kein Ersatzspieler mehr. Wenn wir also jetzt noch was raushauen sollten, dann ist es draußen. Und wie gesagt, der hat zwar Block,
Aber der Gobbo kommt jetzt eh rein. Der Ohrreißer Van Gogh. Zweite Halbzeit. Oder beziehungsweise unsere offensive Halbzeit ist die seine. Und wenn er nur mit Schmack ist, irgendwo raun. Ja, verloren hätte er ohne das Ding. Gut. Das ist immer schwierig zu sagen, wie es jetzt hier ausgesehen hätte. Ne? Die hat natürlich schon extrem Leute gebunden. Was aber natürlich auch an mir lag, wenn ich dreimal versuche, die anzugreifen und mit 3 und 4 Assists um die rumstehe, hat der Rest seines Feldes natürlich eine entsprechende Entspannung. In Theorie kann es natürlich besser sein, einfach nur einen Stärke 3er Rüstung 9er dran zu stellen, damit sie jede Runde ein bisschen damit rumtoben kann. Und ich ansonsten halt die Feldüberlegenheit habe nach den 2, die ich vom Feld gestellt habe. Aber wie gesagt, es läuft immer anders, als man denkt. Und wie hat Mike Tyson so schön gesagt, jeder hat einen Plan, bis er eins in die Fresse kriegt. Also das ist halt immer, ne, wenn man aufs Maul kriegt bei Blood Bowl, dann sind Pläne oder schöne Theorien ganz schnell verworfen. Dann geht es einfach nur noch ums nackte Überleben. Okay, den werfen wir hier so ein bisschen mittig. Den Gobbo als Guard so ein bisschen davor. In die ein bisschen näher, damit sie Bedrohung aufbauen. Das gleiche gilt für dich. So, du bist jetzt Ersatzblitzer zweiter Klasse. Und du bist der Guard, der aber trotzdem jetzt mal so tut, als wäre er ein aggressiver Blitzer. Ich glaube, so stehen wir okay. Hat es geschrieben? Ja. Er findet das Ding einfach cool. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Ich finde es halt nur schade, dass sie das Team-Rating so extrem hoch zieht und nur eine Runde da ist. Ne? Das ist, kann man machen. Aber ich weiß nicht, ob es... Gut, dass die jetzt erst kommt. Noch eine Halbzeit. Roller wäre ätzend. So, dann rennen wir erstmal ein bisschen in die Richtung, wo es hinterher lang geht. Schwächere Seite ist, glaube ich, rechts. Dann garden wir ihn mal da drüben. Wenn wir hier mal rumpushen. Ne, da pushen wir nicht rum. Wenn wir hier mal rumpushen. Ne, da pushen wir auch nicht rum. Eieiei. Dann pushen wir hier mal rum. Da pushen wir rum. So, jetzt nicht nochmal das Ergebnis. Bleiben. So, wir haben beide schon 2 Aufstiege. Auf wen würden wir gehen wollen? Auf ihn wahrscheinlich. Kein Grund jetzt hier irgendwie übermütig zu werden. Die Frage ist halt, ob wir uns für eine Seite entscheiden wollen. Ich glaube, nein. Tatsächlich nicht. Nö, diese Runde nicht.
Jetzt mach du wenigstens mal einen hier. So. Nun gut. Keine gute Runde. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Dinger gemacht und nur zweimal jemanden gelegt. Jetzt kann er auf den Troll gehen mit jede Menge Assists. Aber das wäre natürlich genau das, was ich möchte. Das wäre dann der inverse Todesroller. Keine Hände, er kann den Ball nicht haben. Einzelgänger, okay. Okay, warte mal, aber nicht dumm. Ja. Das heißt, man kann keine Rerolls nutzen oder nur für 50-50. Aber er kann nicht ausfallen. Jetzt bietet er mir diese Seite natürlich ein wenig an, es sei denn, er korrespondiert hier noch ein bisschen um. So, da kommt der Blitz. Ein One-Die. Reicht aber. Und geht direkt auf die Nase. Na gut, das ist natürlich ärgerlich. Müssen wir uns jetzt natürlich erstmal durchpimmeln. So, hier ist der dodgende Blitzer. Hier sind die guardenden Blitzer. Ein Guard. Okay. Drei Guards in der Line of Scrimmage. Und hier ist eigentlich weniger. Das heißt, hier ist zwar der dodgende Blitzer, den wir nicht so leicht umkriegen, aber der Rest ist so ein bisschen alberner. Gucken wir mal, dass wir da irgendwie was rausschlagen. Vier vielleicht. Die Frage ist halt, ich muss denen ja eigentlich was zum Spielen hinstellen. Und es passiert halt einfach gar nichts. Hier wahrscheinlich ihn hin, ihn dahin. So, du gehst dahin. Dann müssen die da zumindest sich schon mal irgendwie wieder mit einem One-Die rumquälen. Du dahin, dann musst du überhaupt mal wen finden, der sich für dich interessiert. Du gehst mal darüber. Mal da lang. Und jetzt habe ich natürlich vergessen hier. Egal. 1, 2, 3, 4. Reicht mir das? 5. Traue ich mich daran? Ich glaube, ich traue mich daran. 1, 2, 3, 4, 5. Den könnte ich, weil der kein Guard hat. Ja. Du gehst mal hier hin als Bodyguard. Aber ich muss hier eigentlich schräg. Hm.
Da mal rein. Auch nicht klug. Da rein. Nicht viel klüger. So, die Frage ist, exponiere ich den jetzt hier, um den Garder zu binden oder nicht? Die Gefahr ist halt relativ hoch. Aber ich glaube, ich muss Bates hinsetzen. Vor allem kann er ja den Touchdown machen. Kann sich mit dem frei blocken. Also ich habe ihm jetzt auf jeden Fall mehr Blocks angeboten. Aber wie gesagt, wenn er hier zwei ranzieht, um blocken zu können, dann hat er seinen Sinn auch mehr als Erfolg. Mehr als erfüllt. Seinen Sinn mehr als Erfolg. Uga, uga. Ich spreche schon wie ein Ork. So, dann gucken, dass wir unseren Stärke-Bonus, den wir jetzt ganz sicher haben, ein bisschen ausnutzen. Da reinblitzen, den Line-Man. Ja, kann man machen. Ja, du blockst ihn und versuchst mit dem Gobbo zu scoren. Bei plus 2, minus 2 ist noch ein One-Die. Das ist nicht so super. Ein bisschen abgesichert. Und der wird geblitzt, okay. Und da macht es auch direkt Rums. Hoffen wir mal, dass er am Feld bleibt. Ja, bleibt am Feld. Okay. Kein Guard, kein Nix. Da kommt ein Guard. Der nimmt aber da noch die Tackle-Zone raus. Ah, okay, er will ihm hier ein One-Die. Nee, will er nicht. Kann er nicht. Weil das ein Guard ist. Könnte höchstens hier Assists anstellen. Und dann den One-Die gegen ihn machen. Gegen den Guard selber. Zum Ball gehen. 1-1-1-1-1. Schade. Jetzt macht er entweder noch sehr viel One-Die. Er macht One-Die. Okay, er schiebt. Das ist aber okay. Ja, kann ich mit leben. Jetzt muss er hier noch gucken, dass er das irgendwie ein bisschen dicht kriegt, weil so könnte ich da jetzt natürlich Spökes machen. One-Dime. Weg vom Troll. Genau. Das war klar. Nicht nachziehen. Das war auch... Naja, das war nicht klar, aber das war wahrscheinlich. Jetzt die Frage, geht er hier jetzt noch oder nicht? Und ein Push.
So, da aufzustehen ist natürlich nicht so geil. Machen wir aber trotzdem. Denn wir planen ja zumindest mal zu blocken da. Dann muss er da aber wieder rein. Das wären jetzt zwei Würfel. Kriege ich denn hier was umgebaut? So richtig nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Blitzern käme ich rüber. Ansonsten stünde ich da ein wenig doof. Wechseln wir die Seite. Durch die Rüstung. Immerhin eine Runde aussetzen. Das war jetzt mal wieder nötig. Jetzt sind es mal ein Block. Ja, und da jetzt einmal schubsen. Oder schubsen mit wehtun. Ist auch vollkommen in Ordnung. Bleiben allerdings. Zweimal durch die Rüstung. Und das war unser Zug. So, diese Runde müssen wir jetzt irgendwie ausgenutzt kriegen. Er hat natürlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 komplett freistehende Zwerge. Das kann also nicht der Sinn der Sache sein. Jetzt blitzt er den hier gleich weg. Also sehr wahrscheinlich tut er das. Mit dem Mighty Blow-Kollegen hier. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Rest? Okay, hier reibt er sich auf, hoffentlich. Den muss er jetzt als erstes blocken. Da hat er auch zwei Würfel für. Dann hat er da einen, oder hätte er da einen. Ein Guard. Ja, kann er jetzt da blitzen? Macht er auch, okay. Ja, das ist ein gefährlicher Spieler. Aber wie gesagt, er bindet jetzt, wow. Er bindet jetzt drei Leute da. Und das ist gut. Und bindet einen Reroll, das ist auch gut. Hauptsache, er bleibt am Feld.
Uiuiui. Okay, das ist noch ein Guard, das interessiert aber nicht. Wir sind ja selber einer. Oh, die zweite Doppel-Eins. Ja. Was machen wir jetzt damit und wo brechen wir durch, ist die Frage. Hier haben wir natürlich theoretisch die Möglichkeit, fast alles wegzublocken, was da ist. Der hat natürlich keinen Block. Die Frage ist jetzt, wie am geschicktesten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der käme dahin. Das heißt, wir würden wieder umbauen. Das ist immer noch der Blöde. Durch die Rüstung, das ist jetzt wichtig, dass wir einfach nervig sind, eine Zeit lang. So, da pushen wir jetzt und rücken nach. Da pushen wir jetzt und rücken nach. Eigentlich würde ich den gerne da hinten hin haben, aber ich fürchte fast, das können wir uns nicht erlauben. Ungefähr so. Haben wir irgendwen? Nee. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Spieler. Er hat jetzt nur 10. Ein bisschen hoffen, dass wir nächste Runde dann irgendwie da durchkommen. Weil wir hier einige von seinen Spielern blockieren. Ja, go for it als erste Aktion. Ich weiß es nicht.
Weiß es nicht. Wenn er schon bei Double Skulls kein Glück hat, warum sollte es bei Go4Ls besser sein? Genau, das hätte ich ihm jetzt auch geraten an seiner Stelle. Den kann er jetzt umklatschen. Da kann er assisten. Das reicht. Aber zumindest bewegt sich nichts. Sind auch vollkommen in Ordnung. Also ich könnte mit ihm theoretisch blitzen. Hat er schon geblitzt? Nein. Ah, okay. Der Kleine. Der arme Kleine. Was hat er denn den Leuten getan? Na gut. Aber es war natürlich der Bait. Der Bait musste sein. Ein Dodge am Troll vorbei. Mitten im Go4Hit. Eieieiei. Irgendwann kommt doch sowas Kleines mal wie eine 1. Ulech. Was macht er mit dem? Ein One Die. Okay, Double Both Down. Damit leben. So, 2 hat er noch. Noch ein Dodge. Achso, der kann ja ausweichen. Hat's aber auch gebraucht. Jetzt wieder zurück. Sich verlaufen. So, wir würden jetzt hiermit anfangen wollen. Also nein, wollen wir nicht. Wir wollen erstmal mit ihm aufstehen. Dann wollen wir ganz scharf nachdenken, ob wir mit ihm blitzen wollen oder ob wir das hier irgendwo brauchen, um uns mehr Platz zu verschaffen. Das vertagen wir noch kurz, die Entscheidung. Wenn der keinen Tackle hat, würde er wahrscheinlich dodgen wollen. Das hätte natürlich einiges. Zwei liegen lassen, ist riskant. Ist wirklich riskant. Ich glaube, wir blitzen mit ihm nicht. Ich glaube, ich würde lieber irgendwo hier einen von... Oder? Wir müssen es von dem Block hier abhängig machen. Hilft uns halt alles nichts. So, der war jetzt erfolgreich. Das heißt, wenn wir uns durch die Mitte blitzen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hat er noch einen Block. Würde natürlich voraussetzen, dass es funktioniert. Aber wir sind ja mal optimistisch in diesem Spiel. Ist ja nicht komplett scheiße gelaufen bisher. Aber auf der anderen Seite würden wir ihn blitzen, hätten wir hier Platz für einen Cage. Sogar mit Troll. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fehlt nur ein Spieler, ne? Ist kein Guard.
Machen wir es erstmal so. Das läuft nicht sauber. Dann kommen wir da zum Assisten nicht mehr hin. So, 3 Revolts noch. Hier wäre natürlich der Knaller, wenn das funktionieren würde. Der erste seit langer Zeit. Folgen. Probieren. Das ist uns ein Reroll wert jetzt tatsächlich. So, machen wir da ein bisschen rum. Lange Runde. Zauberer wäre jetzt toll. Wow. So, damit hat er jetzt allerdings auch wieder 2 Spieler frei, mit denen er meinen Cage gehörig nerven kann. Aber wir haben noch 3 Runden und müssen ja nur irgendwie in die Richtung kommen. Kann ja auch immer noch so Quatsch machen wie eine Ballübergabe oder ähnliches Gezumpel. So, geblitzt hat er noch nicht. Wahrscheinlich geht das wieder auf den Gobbo. Könnte ich mir zumindest denken. Es sei denn, er versucht doch noch irgendwie in Richtung Ball zu kommen. Der hat Guard. Ah, da traut er sich aber nicht an den Rand ran des Cages. Nur hier. Okay, damit wäre er am Ball dran natürlich. Go for it. Schade. Aber auch nur ein Push. Also ganz gut. Wenn er jetzt da rangeht, bringt ihm das gar nichts. Weil ich da natürlich jetzt einen Assist habe. Hier kommt da, ja doch, er kommt da rein. Nee, das ist ein Ausweichen. Das würde ich. Echt? Mit AG2? Mal sehen. Vermutlich. Weiß man's? Weiß man's, weiß man's. Liegt einer von uns? Nee, wir stehen alle. Dachte ich mir. So, hier einmal drauf. Sehr schön. Da wollen wir natürlich folgen. Nicht durch die Rüstung, ist aber nicht so schlimm. Hier wollen wir auch schieben. Gerne auch schmerzhaft schieben. So. Können wir einfach nur Platz machen jetzt. Bleiben. Bleiben. Thank you.
da bleiben. Zack, durch die Rüstung immerhin. Der ist komplett frei. Wie weit kommt der bis dahin? Aber das war relativ frei. So, 2, 4, 6. Der könnte allerdings jetzt gleich einen Touchdown machen. Wieder sehr viele frei, leider. Den frei, einen von den beiden frei. Den frei, wenn er den blockt. Und mit ihm dann einen Block auf den gegebenenfalls. Schubsen ist gut für mich. Damit kann der andere Zwerg sich nicht mehr gut bewegen. Beziehungsweise nicht in die richtige Richtung. Den würde sich nicht trauen, denke ich. Vielleicht doch. Das ist gut. Dann bietet sich nichts. Dann kann er da nicht raus. Das ist noch besser. Kann er wieder aufholen, so ein bisschen. Unerschrocken gefailt, ist aber egal, sind trotzdem zwei Würfel. Aber nichts passiert, wow. Heieiei, das war jetzt gut. Das war sogar sehr gut. Das ist kein Guard, das heißt, wenn ich ihn schubsen kann, hat er Touchdown-Freigabe. Und wenn er schubsen kann, hat er Assist-Freigabe. Boing. Da wird er jetzt nicht nachrücken. Aber das ist auch egal. Den Wanda muss er sich trauen, genau. Aber das war's dann. Das war's. Sehr schön. Die Chancen stehen jetzt wirklich sehr gut. Also richtig gut. Nein! Der arme Gobbo. Keinem was getan. Vor allem, wenn er jetzt nachrückt, steht er mir wieder richtig ätzend im Weg. Er steht mir ätzend im Weg. Das ist ja zum Erbrechen. Vor allem liegt jetzt der Gobbo so im Weg. Na egal.
Ich sollte nicht jammern. Er hat alle seine Blocks verkackt, bis auf den einen. Das sollte man ihm jetzt dann vielleicht auch gönnen. So, wie viele Guards sind hier? Einige. So, du musst da ran. Tja, das ist das Problem jetzt, ne? Das ist jetzt echt ein Problem. Wenn das kein Hit wird... Ja, es ist ein Hit. Bleiben wir mal. Ronz. Du musst dich hinstellen. Push. Perfekt. Folgen. Eins, zwei. Und der muss dahin. Der hat kein Guard. Könnte ich... Er hat auch kein Guard. Achso, Stärke 4 hat er aber. So. Also hier ein bisschen Platz verschaffen. Bleiben. So. Habe ich meinen Blitz vergeigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs würde natürlich auch gehen. Das hat der keinen mehr zum Vorsagen, das heißt, ich sollte das lassen. Der kommt nur noch mit einem Dodge dran, der kommt nur noch mit einem Dodge dran. Der kommt mit zwei GFIs und einem Dodge dran. Dann sollte ich das hier auch lassen jetzt. So, das Unentschieden haben wir schon mal sicher. Er schafft es jetzt nicht mehr, irgendwen in Touchdown-Reichweite zu bringen. Und der Sieg ist nicht komplett unwahrscheinlich. Da jetzt irgendwie rausdödeln. Ist das ein Guard? Ja, es ist ein Guard. Ein One-Die kriegt er noch hin. Ohne Block gegen Block.
So, damit sichern wir uns den Sieg, es sei denn... Es sei denn, es wird eine Runde aufgehalten und er schafft tatsächlich mit Zwergen einen Two-Turn. Die Chance liegt so bei, ich würde sagen, keine Ahnung, 2-5%. Also, dass er einen Two-Turn schafft mit Zwergen und nicht, dass das Ergebnis kommt, das ist noch geringer. So, das, da fällt einem ein bisschen was vom Herzen. Damit haben wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mindestens unsere zweite Tabellenposition brauchbar verteidigt. Wenn nicht sogar den Sprung auf die erste geschafft. Was aber dann auch nur daran liegt, dass der andere Dauersieger noch nicht gespielt hat, vermutlich. Aber schauen wir gleich. Ja, wie gesagt, den Sieg dürfen wir uns nicht allzu hoch ankreiden. Wie gesagt, mit den 5 Doppel-Skulls und jetzt dem Einfach-Skull an der wichtigen Stelle hat er natürlich tatsächlich etwas unterdurchschnittlich gewürfelt. Die Bums. Dreht mal das Ding nochmal rüber. Höflichkeitshalber. Liegt gut. Wäre für seinen Offensive Drive in der ersten Halbzeit eine schönere Ausgangssituation gewesen als die, die es war. Und einen Reroll gibt es auch noch on top. Jetzt will er was gut machen, der gute Nuffel. Oder die gute Nuffel. Wird erst der hier verprügelt. Nix. Hat ja noch ein paar. Alle Angriffe zählen. Kann hier den Schrägen noch machen. Hm.
Im vierten Versuch war es dabei. Und eine Lähmung, was gut ist, denn jetzt kriegen wir nur noch einen Blitz ab. Das heißt, maximal noch eine Verletzung, die wir kassieren. Ich vermute, er wird den Troll fällen wollen. Und da macht's Rums. Da liegt er. Jo, das war's. Ich denke nicht, dass da noch ein Frustfaul kommt. Könnte auch nur auf den Monet sinnvoll durchgeführt werden. Alles andere wäre quasi chancenlos. Noch ein Starspielerpunkt für den Pass. Was? Ja, könnte schöner laufen. Antwort vom Server, das heißt nein. Doppel 1. Traum, Träumchen. Game not found. Ah, man kann jetzt hinterher checken. Das war egal, das ist alles gesagt. Ich muss ihn jetzt mit meinem Fake-Mitleid jetzt nicht auch noch nerven. So, wiederholen wir den Wurf? Ich glaube nicht, denn wir brauchen eigentlich nichts, ne? Wollten wir noch einen Spieler kaufen? Ich glaube, nein. Na egal. Rerollen wir mal. 10k mehr sind 10k mehr. Kann ich einen Spieler mehr kaufen, den ich entlasse. So, Fressbrettardo da Vinci hat auch den MVP bekommen. Das heißt, die Meute hat sich so gefreut über seinen Aufstieg, dass er den auch noch direkt mitbekommt. Ist natürlich dann umso trauriger, dass er nächstes Spiel nicht dabei ist. Aber hey, immerhin. Toll. Und bei ihm hat auch noch der... Das gibt's ja gar nicht. Das ist... Das tut so weh. Jetzt hat seine Leiche Chocolate, Schokolade auch noch den MVP bekommen und hätte damit einen Aufstieg. Das ist furchtbar. So, schließen. Ja, war mit rechten Dingen. Zwar ein bisschen rechter für mich als für ihn. Aber ich denke, wir liegen noch im Rahmen einer Marge. So, klicken wir mal drauf. Einen Aufstieg haben wir uns erarbeitet und haben ihn noch dazu geschenkt bekommen. Stufe aufsteigen und das ist eine 11. Wow, das wird relativ sicher Gewandtheit. Oder was sagt ihr? Nehmen wir Agi 4 auf einen Blitzer, der eigentlich Tackler werden sollte. Oder lassen wir das bleiben? Schreibt es mir in die Kommentare. Bleibt mir gewogen. Ich sag tschö tschö. Bis dahin, ciao ciao, euer Okutz.